Willkommen zurück. Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, arbeiten Sie ab sofort für die Corleones. Na gut, Sie haben gewonnen. Aber sagen Sie keinem was, okay? So. Gut, das war das einzige Geschäft, das wir hier jetzt erobern können. Beziehungsweise, ja, wir können natürlich noch andere, aber möchte ich jetzt eigentlich noch nicht. Weil die können wir dann, also ich weiß halt auch nicht, wie das genau ist. Und jetzt würde ich sagen, was machen wir jetzt als nächstes? Ich würde sagen, speichern. Nein, komm, wir machen jetzt einmal auf Risiko. Wir fahren jetzt nicht wieder zurück und speichern, sondern wir gehen jetzt, noch 15 Minuten und der Band. Okay, aber ich werde ja eh jetzt einen Bandenkrieg auslösen, und zwar gegen die Strakis. Und ich würde sagen, ich brete mal wieder voll durch. Ja, und da kann ich nämlich die beiden Bandenkriege aufs Mal beenden. Und das ist das gleiche Lagerhaus wie bei... gleiche Lagerhaus wie bei den Basinis in Brooklyn, aber natürlich viel einfacher, weil die Strakis sind natürlich nicht so. Ich möchte eigentlich hier in Deckung gehen. So. Also manchmal irgendwie hatte irgendwie Mühe mit Zielen. Da war doch einer. Da war einer. Hinten ist doch einer gerannt. Da habe ich da irgendwie. Oh, da hat es noch viele. So, jetzt reicht's aber langsam. Ich gebe dir ab. Du bist eine Null, Arschloch. Ich würde aufhören. Die Corleones möchten an jedem LKW, der hier durchkommt, mitverdienen. Okay, okay. Ich tue, was sie sagen. So, und jetzt. Ah, shit. Jetzt nichts wie weg hier. Hey. Jetzt hatte ich schon gedacht, wieso hält der an? Glückwunsch, Sie haben eine Drehscheibe übernommen. Respekt 60.000, Zahlung pro Woche 6.082. Gut, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht die Drehscheibe übernehmen. Ich wollte das Lagerhaus übernehmen. Shit. Na gut, für die Fähigkeitsdings war es natürlich jetzt gut, aber... Komm, machen wir nochmal Cleverness. Ich wollte gar nicht die Drehscheibe übernehmen. Ich wollte, das ist natürlich die Frage, nein, komm, das Lagerhaus übernehmen wir jetzt nicht. Genau, und jetzt, haben wir jetzt keinen Bandenkrieg mit den Strakis, aber wir haben mit den Tatalias einen, und deshalb sollte ich jetzt unbedingt zum FBI-Agenten fahren.
und den beenden, weil wir haben nur noch 7 Minuten. Scheiße, ich hätte gerne vorher noch gespeichert, aber das darf ich jetzt nicht. Das Spiel zwingt mich dazu. Das ist, grenzt eigentlich an Gängelung, aber ich muss jetzt zuerst, bevor ich speichere, noch den Bandenkrieg beenden, weil sonst geht eins meiner schönen Geschäfte in Rauch auf. Sie sollen in... Warum lassen Sie die Corleones nicht einfach in Ruhe? Kein Problem. Die haben es sowieso verdient, was? Okay, aber es war jetzt wirklich ziemlich einfach, der... gegen die gegen die Strakis und die Tartalias. Ah, eben doch. Also es hat sich, gelohnt. Also wir haben jetzt quasi nur $1,500 statt 3.000 bezahlt. Das ist doch mal auch mal was Schönes, oder? Und jetzt gehen wir noch in unsere... in unser... ja, in unser Loch hier, wo wir da... wo wir speichern können, oder? Und dann speichern wir und dann machen wir die beiden Geldüberfälle da und noch den das Kunio-Attentat und dann sind wir hier in New Jersey auch schon wieder fertig. Wunderbar. Ui. Genau, und zwar eben, muss ich mal schauen, was wir alles haben. Wir haben eigentlich alles eben, genau, das, jetzt gehen wir mal zu diesen beiden. Ach, bin ich blöd. Obwohl, ich fahre sowieso falsch. Ich muss ja die andere Straße nehmen. So. Diese Straße hier nach oben, genau. Diese Straße hier nach oben und genau, da gibt es ein, ja, wie sagen, Train Yard, also so Bahngleise und so und dort, das sind ja beliebte Treffs für Gangster, für Geld irgendwie und so. Dort werden wir jetzt hinfahren und hier hätte man übrigens auch die Street Sweeper kaufen können, das wäre das alternative Gebiet quasi gewesen. Oh. Okay, so geht's nicht. Auf ihn! Hier müsst's irgendwo... warte mal schnell. So. Hier müsst's irgendwo Geld geben. Oder habe ich... nein, nein, nein! Zum Glück habe ich gespeichert. Obwohl, ich glaube, es ist gar nicht weiter schlimm. Genau, weil hier... oh ja, genau. Gut, dass... das ist eigentlich gut, dass das passiert ist, weil ich hätte fast... ah, den Safe haben wir schon. Hä? Wieso haben wir den Safe schon? Ich dachte... hä? Ich dachte, den Safe hätten wir noch nicht. Strange. Naja, wir hatten ja keinen Bandenkrieg, also haben wir auch nichts verloren. Aber das ist, hä? Das ist strange, dass dieser... die haben einfach den Typen überschossen hier. Überschossen. Ich habe sie überfahren, sagen wir es mal so. Ja, bis er mich in Brand schießt. So. Genau, und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Vielleicht von Anfang an ein bisschen besser in Deckung gehen. Und ja, ich glaube, mit der Street Sweeper ist ein bisschen blöd, weil die kann nicht so gut, also die ist eigentlich nicht so dafür ausgelegt auf Schüsse auf Distanz.
Erstens, und ja, ich gebe mein Bestes, dass ich euch nicht überfahre. Aber wenn ihr so blöd, aber ich nehme gerne noch einen anderen Wagen, weil ich muss den wahrscheinlich sowieso bald wechseln. Ja, ich auch nicht. Also, eben da wäre dann der Kunio-Hit, wäre jetzt gleich rechts hier, aber das machen wir noch nicht. Wir brechen uns zuerst mal hier durch. Hier wäre das Anwesen der... So, und den Rest gehen wir zu Fuß. Und diesmal nehme ich von Anfang an die Killerpistole, weil... Wir haben es ja gesehen. Aber wo werden hier das Geld? Ich habe gelesen, hier gäbe es noch Geld. Jo, suchst du was Bestimmtes? Ja, Geld. Oder gibt es das nicht mehr? Wo ist das Geld? Hier soll es irgendwo Geld geben. Muss ich zuerst mit dem reden? Ich mache dir einen guten Preis. Munition, ja komm, Munition ist gut. Einverstanden. Jetzt müssen doch die Typen auftauchen. Kann man hier rein? Nein. Okay, die Typen kommen nicht. Sorry, da weiß ich auch nicht, was los ist. Da würde ich sagen, machen wir jetzt den Hit auf die auf den Kunio-Bruder. Das müsste ja eigentlich da unten irgendwo sein. Aber dafür bräuchten wir eigentlich ein Auto. Eigentlich bräuchten wir dafür ein Auto. Dort steht ein Auto. Dort steht der Typ. Kann ich mich da irgendwie anschleichen? Ich versuche mich mal an den anzuschleichen. Aber zuerst sollte ich vielleicht... Wir sollen den ja überfahren, hä? Was macht der dort überhaupt? Chillt der? Ist irgendwie im Stehen eingeschlafen oder was? Na warte, so wird das nix, Junge. So. Töten Sie Mario de Bellis. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 5000, Geld 1500. Bonusbedingungen erfüllt. Respekt 50.000, Geld 7500. So. Ich mach dich fertig. Will noch jemand Ärger machen? Nein, nicht. Gut. Und jetzt gibt es da hinten, aber ich weiß noch nicht, ob das jetzt möglich ist, weil wir da schon uns mit den Kunios vergnügt haben. Hier müsste es irgendwie noch Strakis geben, die da irgendwie was... Und zwar war da irgendwie einer, der ist dann weggerannt. Aber ich glaube, das ist jetzt deaktiviert, weil wir uns da mit den... Ah nein, schaut dort hinten. Warte, ich mach mal. Einer friedlich. Hallo zusammen. Komm schon, ich schlag auch nicht zu. Die haben gar keine Chance zu reagieren. 4925, wunderbar. So, aber da kommen natürlich noch mehr. Das wäre sonst zu einfach. Jetzt haben wir eigentlich das... Haben wir eigentlich das Geld... Haben wir eigentlich das Geld, so. Steigen wir ein. Und jetzt würde ich sagen, wir fahren jetzt nochmal zum anderen Ort und schauen, ob wir wirklich nichts reißen können dort.
Weil ich möchte eigentlich das schon, wenn ich schon hier bin, das auch noch machen. Was ist denn das für Geräusche hier? Versucht hier jemand einzubrechen? Also ich rede jetzt von meiner Wohnung, nicht vom Spiel. Die habe ich dir zurückgelegt. Wenn sie dich schnappen, ich kenne dich nicht, okay? Habe ich denn jetzt... Ich habe aber noch nicht genug. Hübsch, was? Ich mache dir einen guten Kann der Preis. Mir nicht einfach so viel Danke. Munition geben, viel dass Spaß ich... Spaß damit. Hey, passen Sie auf sich auf. Ah, jetzt. Ja. Du wirst ein guter Schütze. Ja, wenn er auf die richtigen Leute zielen würde, wäre natürlich noch besser. Und ich muss jetzt schauen, dass ich mir irgendwie in Deckung gehe. Hier am besten. Wo gibt's hier das Geld? Okay, dann nehmen wir die. Es gibt kein Entkommen. Scheiße. Boah, das hat wehgetan. Ist dort das Geld? Ah, hier! Nein, 25. Also wegen 25 Dollar bin ich nicht hierher gekommen. Ich dachte, hier gäbe es noch mehr Geld. Oder ist das irgendwo anders? Keine Ahnung. Na gut, das werde ich mal noch nachschauen. Das können wir auch später noch machen. Auf jeden Fall haben wir unser Glück versucht. Und jetzt gäbe es hier eigentlich nichts mehr für uns zu tun. Das heißt, wir könnten jetzt zwei Dinge machen. Entweder, ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zurück nach, wieder zum Clemenza oder schauen, was er als nächstes für einen Auftrag für uns hat. Und, und ich würde sagen, dann machen wir die nächste Mission, oder? Aber ich glaube, ich fahre jetzt nicht mit dem lahmen LKW oder was das auch immer ist, Pickup nach Little Italy, sondern ich nehme ein bisschen schnelleres Fahrzeug. So, hier wäre eben das Lagerhaus gewesen, aber das habe ich voll verpeilt. Das war, glaube ich, das erste Mal, weil ich dachte immer, ja, das Drehscheibe, die ist da hinten, oder nein, das war das Lagerhaus. Was wir erobert haben, war die Drehscheibe. Oh, ist ja egal, komm. Das Lagerhaus wird dann später auch noch dran glauben. Und übrigens, uns fehlen nicht mehr viel Respektpunkte und dann können wir praktisch alle Läden übernehmen. Also, hier gibt es eigentlich wirklich nur noch zwei, drei, glaube ich, die wir nicht übernehmen können. Das bedeutet allerdings auch einen Haufen, ja, wie soll ich sagen, Arbeit, aber es ist nicht mehr viel, wirklich nicht mehr viel. Also wir haben ja die meisten Geschäfte schon übernommen und irgendwie sollte jetzt man, wie spät, also nein, es soll nicht eigentlich spät, sondern Samstag, aha, ja. Okay, am Montag sollte dann wieder eine Zahlung kommen und ich glaube, das werden dann wahrscheinlich, ja, ob es schon 100.000 sind, weiß ich nicht, doch sollten eigentlich langsam 100.000 werden. Eben den hier haben wir schon überfallen, das weiß ich noch. Genau. Mal schauen, was der Clemenza wieder von uns will. Und dann
Ja, der Sonny hat ja gesagt, wir sollen ihn treffen in Midtown, glaube ich. Ja. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Clemenza-Attentat das nächste, ob wir das gleich jetzt machen oder ob wir zuerst die Mission machen und dann das Clemenza-Attentat. Müssen wir schauen. Ich möchte nämlich nicht unbedingt, weiß ich wie viele Male hin und her fahren. Deshalb möchte ich das ein bisschen planen. So. Puh. Hier wieder mit dem Nötigsten ausgerüstet. Was nicht mal Energie habt ihr hier? Du Clemenza, ist aber nicht so gut. Dieser Job bringt dich ganz nach oben. Interessiert? Ja. Ich bin bereit. Worum geht's? Ronny Tosca, der Kerl arbeitet für die Cuneos. Er will dafür sorgen, dass sich die Schwarzhändler in Hell's Kitchen nicht mehr beliefern. Im Moment ist er beim Friseur. Schick ihn ins Jenseits. Verpass ihm eine Kugel von mir. Okay, Kleiner? Töten Sie Ronny Tosca. Ronny Tosca ist der cleverste Capo der Cuneos. Er versucht, die Corleones indirekt zu schwächen, indem er die örtlichen Schwarzhändler auf seine Seite zieht. Es dürfte schwierig sein, an Tosca heranzukommen. Fangen Sie ihn bei seinem Friseur in Hell's Kitchen ab. Das ist Ihre Chance. Bonusbedingungen: verpassen Sie Ronny eine neue Frisur mit einem gezielten Kopfschuss. Okay. Gut, mit einem gezielten Kopfschuss. Haben wir überhaupt wieder Munition für die Killerpistole? Nicht mehr so viel, hä? Hey, ist in der Wand stecken geblieben. Hier hat doch irgendwas geleuchtet. Ah nein, das habe ich mir nur eingebildet. Sorry. Jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Also, Karte. Okay, der Ronny Tosca wäre hier. Jetzt habe ich gerade eine SMS gekriegt. Und die nächste Mission wäre hier. Jetzt könnten wir natürlich zuerst den Ronny Tosca machen, nachher die Mission. Da ich allerdings weiß, dass wenn wir die nächste Mission abgeschlossen haben, dass die quasi in dem Gebiet hier endet, werde ich zuerst die Mission machen. Aber das mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Jetzt gehe ich zuerst mal in meinem Lieblingsspeicherhaus, werde dort speichern, mich mit Waffen eindecken. Also ein paar Mal neu laden natürlich. Also ins Speicherhaus speichern, dann die Aufnahmesession beenden, dann ein paar Mal laden, um meine Munition wieder aufzufrischen für alle Waffen. Ja, und dann machen wir die nächste Mission und nach der nächsten Mission, genau, machen wir dann den Hit vom Clemenza noch. Das wäre dann die Nummer 3. Er hat sowieso nur 3 für uns, dann hätten wir nämlich das beendet. Strakis haben wir die 3 schon. Sonst gibt es eigentlich keine weiteren Attentate mehr für uns, so wie ich das sehe. Also zu der Zeit, wo das passen würde. Ja, dann machen wir halt einfach die Mission und eben, da wir dann in Hell's Kitchen landen, machen wir in der nächsten Aufnahmesession dann Hell's Kitchen noch. Oh, ich wollte doch eigentlich... Oh, shit, jetzt habe ich voll Käse gefahren. Naja, weißt du was? Ich wollte ja eigentlich in mein Haus, aber ist egal, komm. Geld haben wir genug, dann kaufe ich mir nämlich dieses Speicherhaus hier auch noch, weil das ist nämlich auch nicht schlecht. Und es liegt auch relativ zentral. Und die haben nämlich, glaube ich, sogar noch die besseren Waffen. Auch Dynamit und solche Späße. Jetzt das Geld schrumpft langsam. Eben, die haben hier natürlich... Eben, die haben alles. Street Sweeper voll. Okay. Okay, gut. Speichern. Also, dann danke ich euch und ja... In der nächsten Aufnahmesession geht es weiter mit der nächsten Mission, mit dem Attentat beim Friseur und Hell's Kitchen. Bis gleich und tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.